Willkommen zu Teil 2 der April-Ausgabe von Modell und Bahn. Und wir beginnen gleich mit unserem Bericht vom 10. Dampflokfest in Dresden. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen. Dieses Goethe-Zitat aus Fausts Osterspaziergang muss jetzt herhalten, um den Zustand zu beschreiben, der sich jetzt schon seit mittlerweile zum 10. Mal auf dem Gelände des IGBW Dresden Altstadt e.V. abspielt. Fast 12.000 Besucher fanden den Weg zum Gelände des Vereins an der Nossener Brücke. Das Dampfloktreffen in Dresden hat sich als Treffpunkt für Eisenbahn- und Dampflokfreunde nicht nur aus Deutschland fest etabliert. Zahlreiche Sonderzüge, standesgemäß mit historischen Dampf- oder Diesellokomotiven bespannt, reisen zu diesem Zweck nach Dresden an. Deren Lokomotiven belebten das traditionsreiche Dampflokbetriebswerk Dresden-Altstadt. Für die Besucher des BW das besondere Extra, Eisenbahn zum Anfassen sozusagen. Kleiner Wermutstropfen, die angekündigten Dampflokomotiven 18201 und 031010 waren nicht nach Dresden gekommen, weil Reparaturen länger dauerten als eingeplant waren. Die Drehscheibe steht kaum still und fachkundig werden nicht nur Dampflokomotiven dem Publikum vorgeführt, mit einer kleinen Karussellfahrt auf der Drehscheibe. Denn sie stehen sich gegeneinander im Bild. Besonders freuten sich die Veranstalter über die blaue Gastlokomotive aus der Tschechischen Republik mit dem Spitznamen Papagei. Diese war zuletzt im Jahre 1989 in Dresden zu sehen gewesen. Mit der Lokleitung Jörg Baumgärtel und Vereinsvorsitzenden Eckhard Strube komme ich ins Gespräch, um einiges zur Geschichte des Dampflokfestes zu erfahren. Das Dampfloktreffen hat 1989
2009 begonnen mit einem Sonderzugtreffen, sogenanntes Dampf-Sonderzugtreffen. Ein Veranstalter mit eigenem Zug und Lokomotiven hat hier ein größeres Event organisiert, also mehrere Sonderzugfahrten und noch zusätzlich Lokomotiven eingeladen und wir als Verein dann auch. Das war im Rahmen einer normalen Saisoneröffnung und wir haben da eben versucht, was Größeres wieder auf die Beine zu stellen mit auch entsprechenden Eintrittspreisen. Wurde sehr kontrovers diskutiert, war aber ein voller Erfolg und damit konnte ich sagen, Leute, der Bedarf ist da, die Bevölkerung möchte gern, dass wir wieder ein großes Eisenbahnfest machen. Früher gab es ja die Dresdner Dampflokfeste, die bis 2004 gingen und dann von der Bahn AG eingestellt wurden, aus verschiedenerlei Gründen, unter anderem, weil ja hier ein Fahrzeugwerk auf dem Gelände gebaut wurde. Und ja, das war der ausschlaggebende Punkt. Und dann haben wir das schrittweise jedes Jahr wieder weiterentwickelt und entsprechend den Möglichkeiten Lokomotiven eingeladen, hier den Festbetrieb organisiert. DB Regio ist mittlerweile ein fester Kooperationspartner. Sie öffnen ihre Fahrzeugwerkstatt jetzt auch wieder der Öffentlichkeit und präsentieren dort moderne Fahrzeuge. Und natürlich dürfen wir das Verkehrsmuseum Dresden nicht vergessen, was uns ja auch viele Exponate zur Verfügung stellt und sein Depot öffnet und somit ist wieder eine würdige Veranstaltung möglich geworden. Hätten Sie sich nach den Anfängen träumen lassen, dass es mal ein Fest dieses gigantischen Ausmaßes wird? Und wie stemmt man das? Also nach den ersten Erfolgen ist das schon realistisch und es ist immer die Frage, was man sich leisten kann. Das muss mit Sachverstand geplant werden, damit das Überleben des Vereins gesichert ist. Denn das unternehmerische Risiko trägt einzig und allein der Verein IGBB Dresden-Altstadt e.V. Das heißt, wenn es extrem schlechtes Wetter gibt oder andere katastrophale Dinge eintreten, hilft uns keiner, der dann sagt, ja, dafür braucht er dann für die Loks nichts zu bezahlen oder wir schenken euch die Kohlen, die wir hier verfeuert haben. Die kommen dann alle mit ihren Rechnungen und die müssen beglichen werden. Aber wir hatten selbst in den Jahren ein Dampfloktreffen, was wirklich bei katastrophalem Wetter stattfand. Und die Besucherzahl war trotzdem noch ausreichend, um die Kostendeckung zu erzielen. Man darf ja nicht vergessen, das Fest muss sich nicht nur hier alleine tragen für das Fest, sondern der Verein muss ja über das ganze Jahr denken und planen. Der Lokschuppen hier, das ganze Gelände, ist gemietet von einem Immobilienverwerter der Bahn und dort sind erhebliche Mietkosten zu bezahlen und wie auch jeder Wohnungsmieter müssen Betriebskosten entrichtet werden. Man verbraucht Wasser, man verbraucht Heizenergie und alles das muss finanziert werden. Und das Dampfloktreffen ist jetzt wirklich eine sichere Einnahmequelle, um somit auch das Überleben des Vereins über das ganze Jahr zu sichern, denn die normalen kleinen Veranstaltungen können das nicht alles tragen. Ich glaube, dass dem Verein nicht bange sein muss, weitere viele Feste zu machen, denn erfreulicherweise haben auch viele jüngere Besucher und Familien den Weg hierher gefunden. Von Eckhard Strube, dem neuen Vereinsvorsitzenden, erfahre ich etwas Statistisches zum Verein. Wie viele Mitglieder hat denn der Verein, die sich um das historische Material kümmern? Ja, der Verein hat formal etwa 80 Mitglieder. Aber wer schon mal in einem Verein war, der weiß, wie es in einem Verein zugeht. Wenn man 80 Mitglieder hat, gibt es vielleicht 15, 20 wirklich aktive. Und so, dass man eigentlich immer das kleine Häuflein auf, das mit den gleichen Leuten auf dem Hof sieht. Ja, und die große Masse ist eher zahlendes Mitglied. Ja, und das ist schon ganz schön anstrengend. Was sind die nächsten Aufgaben für den Verein? Ja, wir haben ein paar dringende Instandhaltungssachen zu erledigen. Im Lokschuppen müssen Gleise erneuert werden. Diese stammen aus den 50er Jahren und sind dort aber auch nach dem Krieg mit altbrauchbarem Material errichtet worden. Man sagt ja immer, nach dem Fest ist vor dem Fest. Das nächste ist schon in Planung. Das wird stattfinden vom 12. bis 14. April nächsten Jahres.
Und das 11. Dampflok-Treffen, wer sich auf dem Gelände aktiv umschaut, wird schon die Werbeplakate sehen. Also im Prinzip läuft die Vorbereitung schon an. Sie werden sicherlich drei Kreuze machen, wenn sich die Tore schließen. Wenn der letzte Besucher vom Hof ist, ist für uns noch lange nicht Schluss, sondern da muss aufgeräumt werden, da muss Müll beseitigt werden, da muss alles in Ordnung gebracht werden. Wir müssen die Straße beräumen. Wir haben ja hier einen Teil der Zwickauer Straße als Vereinsgelände mit gemietet. Die muss also Montag früh wieder voll nutzbar sein für alle Straßenverkehrsteilnehmer. Und so dass wir dann eigentlich noch mal viel Arbeit losgeht, wenn am Sonntag der letzte Besucher das Gelände verlassen hat. Also bringen wir es auf den Punkt. Sie haben die Arbeit und die anderen das Vergnügen. Ja, das ist richtig. Und ich möchte auch mal behaupten, fast jeder Besucher sieht mehr von dem Fest als ich selber. Ich schaue mich weiter auf dem Gelände um. Das Schöne an dem Eisenbahnfest ist, dass man die alten Dampfrösser aus allernächster Nähe ungestört betrachten kann. Faszination alte Technik. Auf dem Außengelände des Depots des Dresdner Verkehrsmuseums herrscht großes Interesse an dem ungekrönten Star der Ausstellung, der Prototyp eines tschechischen Triebwagens aus den 30er Jahren mit der Nummer N260, der aufgrund des Zweiten Weltkrieges nicht mehr in Serie gegangen war. In der Halle konnte man neben weiteren Exponaten des Verkehrsmuseums auch Modelleisenbahnanlagen oder aber auch Eisenbahnkunst betrachten. Der Künstler Thomas Bartels, der zeichnende Autodidakt aus Annaberg-Buchholz, begeisterte schon viele Menschen auf Ausstellungen mit seiner Zeichenkunst um das Thema Eisenbahn. Die DB Regio öffnete zum Fest ihre Hallen für die Besucher zu einer Informationsausstellung. Ebenfalls großes Interesse fand der hochmoderne Hilfszug Netznotfalltechnik, den das Technische Hilfswerk Dresden präsentierte. Die Zwickauer Straße am Gelände der IGBW Dresden-Altstadt mutierte zu einer Eisenbahn-Utensilien- und Zubehörmeile. Während die aufgebaute Feldbahn sich großem Interesse bei Jung und Alt erfreute, konnte Eisenbahnfan zwischen vielen Angeboten zum Thema Eisenbahn stöbern. Auch die Eisenbahnclubs präsentierten sich und Spielzeug für die Kleinen durfte selbstverständlich auch nicht fehlen. Irgendwie muss der Virus auch weitergereicht werden, stimmt's? Ach ja, das nächste Weihnachtsfest kommt bestimmt. Also liebe Eltern und Großeltern, jetzt sind Sie dran. Es gibt nichts Schöneres wie leuchtende Kinderaugen und Modellbahn unterm Weihnachtsbaum. Pico hat eine kleine, aber feine Rangierlok aufs H0-Gleis gesetzt. Ein Exot sozusagen. Es ist die russische Rangierlok TGK-2. Wir haben uns die Lok mal angeschaut. Die Diesellok TGK-2, die legendäre Kaluga, kommt als komplette Pico-Expert-Neukonstruktion in den Verhandel. Zu Beginn der 1960er Jahre entwickelte die Maschinenfabrik Kaluga der damaligen Sowjetunion die zweiachsige Diesellokomotive TGK-2 mit hydraulischer Kraftübertragung. Die robuste und bis zu 60 km/h schnelle Maschine war hauptsächlich für den Einsatz bei Industriebahnen und als Rangierlokomotive bestimmt. Diese Lok wurde in verschiedenen Serien und Ausführungen zwischen 1960 und 2008 in einer Anzahl von über 9000 Exemplaren hergestellt und als Variante TGK-2-E für den Export produziert. Hiervon wurden 184 Lokomotiven an Kombinate, VLBs sowie auch an die NVA in die ehemalige DDR geliefert.
das Vorbild der dieselhydraulischen Rangierlokomotive TGK-2 der Maschinenfabrik Kaluga war als Werklok Nummer 2 beim VEB Keramische Werke Sonneberg mit Revisionsdatum 10. März 1981 eingesetzt. Sie gibt den Betriebszustand ab 1981 wieder. Das Epoche 4 Modell kommt als AC- und DC-Ausführung in den Fachhandel. Die AC-Variante wird ab Werk mit einem MFX-fähigen Plax 22 Decoder ausgeliefert. Das Modell ist feinst detailliert. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Extra angesetzte Teile wie Handstangen, Tankstutzen, Handräder, Hupe, Sandkästen, Luftkessel und Aufstiege sowie ein freier Führerhausdurchblick runden den hervorragenden Gesamteindruck dieses Modells ab. Das Fahrgestell ist fein detailliert und originalgetreu wiedergegeben. Das Pico-Modell der TGK-2 ist mit einem Kurzkopplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Das Modell ist mit einer digitalen Schnittstelle Plax 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-poligen Pico-Decoder abrufbar. Die AC-Variante wird ab Werk mit dem neuen Pico Smart Decoder 4.1 ausgeliefert. Es handelt sich dabei um einen MFX-fähigen Plax 22 Decoder der neuesten Generation. Folgende digitale Lichtfunktionen können je nach Betriebsfahrt abgerufen werden. F0 Licht an, aus. F1 Schlusslicht hinten. F2 Schlusslicht vorn. F3 Licht Führerstand. F4 Licht vorn rechts, hinten links. F5 Licht vorn links, hinten rechts. Das robuste Modell hat einen Zinkdruckgussrahmen. Angetrieben wird die Lok von einem kräftigen Motor. Das verleiht dem Fahrzeug exzellente, auch extrem langsame Fahreigenschaften. Ein eingebauter Pufferkondensator sorgt für optimale Betriebssicherheit, zum Beispiel beim Befahren von Weichen. Mit dem attraktiven Modell der TGK-2 unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch attraktive Modelle auf höchstem Niveau mit hervorragendem Fahrverhalten in filigraner und betriebstauglicher Ausführung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können. Durch den eingebauten Pufferspeicher wird das Rangieren auch auf komplexen Weichenstraßen zum reinen Vergnügen. Thank you.
Das Erfurter EVU Raildocks hat sich eine neue Lok angeschafft. Es ist die Baureihe 187 von Bombardier. Unser Redakteur Tom Trenkelbach war für uns vor Ort und hat uns diesen Bericht mitgebracht. Wenn einer eine Reise tut, dann reist er nach Kassel. Ein privates Eisenbahnunternehmen aus Erfurt hatte am heutigen Tag einen besonderen Anlass, dies zu tun. 187, der Name einer Lokomotive, welche heute nagelneu ihre erste Fahrt nach Erfurt antreten darf. Aufregung und Vorfreude, eine gute Kombination, sowie hohe Erwartungen, das sind die Kriterien, auf die Raildocks heute setzen. Was ist das Besondere an dieser Lok? Wie diese Lok, die sogleich als E-Lok als auch als Diesellok fahren kann. Deshalb ist diese Lok ungeheuer wichtig und davon haben wir uns jetzt drei zugelegt. Ich denke mal, da haben wir einen guten Zug gemacht. Diese Lok ist auch sehr bedienfreundlich. Bedienfreundlich heißt, es werden durch den Triebfahrzeugführer keine Bedienfehler mehr vorkommen. Bedienfehler können auch, wenn sie denn passieren, sehr dramatisch werden für den Zuglauf und auch für diese Lok. Aber diese Bombardier-Lok, die 187er, erfüllt all diese Bedingungen. Mit seiner 200-jährigen Geschichte ist das Werk in Kassel der älteste Bombardier-Standort. Bis heute sind hier über 35.000 Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven gebaut worden. Die Produktpalette des Standorts umfasst jede Art von modernen Streckenlokomotiven, von Schwerlastlokomotiven bis hin zu Hochgeschwindigkeitstriebköpfen. Auf einer Gesamtfläche von 96.000 Quadratmetern mit etwa 600 Mitarbeitern ist Bombardier der Spezialist für modernen Lokomotivenbau in Deutschland. Welche Standards müssen erfüllt werden, bis eine Lokomotive ihre Tätigkeiten auf den Schienen ausführen darf? Bevor man eine Lok baut, da fängt man viel früher an. Und zwar fängt man an eigentlich mit der Konstruktion des Fahrzeuges. Das hat etwa einen Vorlauf von 30 Monaten, beginnt man damit. Und dann werden die Zeichnungen alle erstellt und so weiter und so fort. Und danach beginnt man dann hier die Fertigstellung der Lokomotive. Und bei der Inbetriebssetzung werden alle Komponenten, die Software gestartet, werden mit Strom beaufschlagt und so beginnt dann das Leben dieser Lokomotive langsam. Mit ihrer besonderen Lackierung ist sie nun ein Botschafter der Landeshauptstadt und trägt die Botschaft Erfurts in die Welt hinaus. Nach der erfolgreichen Übernahme und einer kleinen Fahrt durchs Werksgelände ging es dann zur ersten großen Reise in die Weiten der Eisenbahnwelt. Das war sie, die Folge 79 unserer Sendung Modell und Bahn. Wir sehen uns wieder auf gleicher Welle und Kanal in 4 Wochen. Bis dahin, machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Zeit. Ihr Frank Puttig.